herzlich willkommen auf unserem Kanal Unser Leben in Polen. Ich habe jetzt gedacht, ich mache mich mal ein bisschen auf die Socken. Es ist nicht ganz so heiß wie die letzten Tage und die Temperatur ist einfach ein bisschen runtergegangen, weil es geregnet hat. Der große Sturm oder das große Wetterchaos, wie es in Deutschland war, ist hier nicht gekommen. Und jetzt wollte ich einfach mal ein bisschen in die Stadt fahren, weil wir sind ja schon ziemlich ab vom Schuss hier hinten. Ja, wenn man da die Straße sieht, das ist praktisch die Ortsausgangsstraße. Da hinten ist dann schon die Mine in Rudna. Und was hier ganz besonders ist, im gesamten Gebiet rund um Polkowice, aber auch was in Lubin, Fakt ist, dass der Bus kostenlos ist. Das heißt, man hat hier den ganz normalen Fahrplan, guckt sich einfach an, wo man hinfahren möchte und zahlt gar nichts. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz normal einsteigen, ohne ein Ticket zu lösen. Ja, dann wollen wir das mal machen und mal gucken, wo wir hinfahren. Jetzt weiter. Wir sind jetzt so knapp 20 Minuten durch die Stadt gefahren. Wenn man da hinten raus weiterfährt, kommt man nach Heunow, ich glaube in Deutsch ist es Hainau, und dann irgendwann weiter noch nach Bolesławiec, das ist das Bunzlau, das kennt jeder aus der Keramik, also Bunzlauer Keramik ist, denke ich mal, ein Begriff. Deswegen, wir sind hier Polkowice so ziemlich am Stadtende angelangt. Da hinten sind dann noch vereinzelt Häuser, Wohnbaugebiete. Es war, sag ich mal, bis so Anfang 2000 war hier auch viel Landwirtschaft noch, also es waren viele Flächen hier noch einfach nur Feld. Man sieht das jetzt teilweise noch, wenn man hier in die einzelnen Straßen reinguckt. Aber hier gibt es natürlich auch Wachstum. Was hier richtig gut gemacht worden ist, und zwar ist es erst seit kurzem. Hier kann man sich also solche Leihfahrräder ausleihen für eine Stunde, für 20 Minuten oder auch länger. Und man hat hier angegeben auch die ganzen Stationen. Jetzt muss ich mal schauen und den Überblick behalten. Also wir sind vorhin hier bei der 4. Müsste die 4 gewesen sein. Genau, bei der 4 sind wir praktisch, bin ich praktisch in den Bus eingestiegen und man hat jetzt im kompletten Stadtgebiet hier, das ist Stadtmitte, das ist hier oben Richtung Stadion, Schwimmbad und da hinten nochmal, das dürfte gegenüber vom Friedhof sein, der ist hier. Und wir befinden uns jetzt hier an diesem Kreisel bei der Nummer 5, soweit ich das weiß, also sieht man mal, dass man hier richtig gute Stellen hat. Hier unten, da fahren wir jetzt gleich hin an der 7, da ist nämlich auch das Industriegebiet und die 8 und die 6. Ja, da haben sie natürlich drauf geachtet,
dass auch die ganzen Sponsoren mit drin sind. Hier sieht man VW, die Volkswagen-Gruppe CCC, der Schuhhersteller, kennt man auch jetzt seit neuestem aus Deutschland oder schon seit gut anderthalb bis zwei Jahren. Sanden, Rowe, das ist diese App, und dann hier Orange, das ist der polnische Telefonanbieter, und die Gemeinde Polkowice, die haben das hier aufgebaut und ermöglicht. Was ich jetzt ganz toll finde, man sieht es hier gleich, dass hier auch Deutsch geschrieben worden ist, was auch hier in der Region nicht so üblich ist. Also Englisch kann hier fast jeder, auch in den Großstädten, aber Deutsch ist eine Ausnahme, finde ich eine tolle Sache. Das sieht man Schritt 1, was man alles machen muss. Jetzt hat es Klick gemacht, das Schloss ist praktisch hier aufgegangen. Es wird jetzt gezählt, wie lange ich fahre. Jetzt muss ich mal mein Telefon wegstecken. Und was hier toll ist, sieht man von hier, die ersten 20 Minuten sind gratis und jede weitere Minute 5 Groschen. Wenn man sich das auf eine Stunde umrechnet, dann ist man bei 3 Zloty die Stunde. Also das ist noch nicht mal ein Euro. Ja, dann hat man hier so ein schickes Körbchen. Die Fahrräder sehen auch ganz cool aus. Da vorne kann man seine Einkäufe reintun. Und dann würde ich sagen, düsen wir jetzt mal los und fahren die ganzen Stellen ab. Ja, jetzt mache ich schon wieder eine Pause. Ich habe was Neues entdeckt, was richtig cool ist. Man kann hier sein Smartphone kann man hier drauf machen und hat dann immer die Zeit im Überblick. Oder man macht sich einfach so eine Routen-App drauf. Also richtig tolle Sache, was ich noch nicht gewusst habe. Wenn ich jetzt das Fahrrad irgendwo abstelle, dass ich in den Supermarkt reingehen kann, dann könnte ich das ja auch wieder frei machen. Da muss ich mir einfach noch mal Infos einholen. Hier steht jede Menge an der Seite, aber bis jetzt, ich glaube, ich brauche hinten ein bisschen Luft auf dem Reifen. Bin ja nicht gerade der Schlankste. Man hat hier vorne eine Gangschaltung, aber ansonsten ist es ein super Teil. Weshalb ich hier angehalten habe, hier auf der gegenüberliegenden Seite hat man den Żabka, also das Fröchlein. Da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, dass man hier auch entsprechend dann sonntags noch einkaufen kann oder an Feiertagen. Was hier in Polen recht häufig der Fall ist. Wir sind jetzt, wie gesagt, hier an so einem Randgebiet. Trotz, dass hier hinten auch dann die Fabriken sind hier und die ganzen, das ganze Industriegebiet. Es gibt immer irgendwelche kleinen Geschäfte. Also keiner muss hier, der hier hinten irgendwo wohnt, muss hier dann in die Stadt fahren zum Lidl, wenn er irgendwas kaufen möchte. Man kann hier bis 23 Uhr kann man hier seine Sachen kaufen. Das ist gut sortiert und hier gibt es auch mal wieder Angebote. Also da ist man hier Infrastruktur mit Supermärkten, mit Einkaufen wirklich mehr als bedient. Es ist fast schon überlagert, kann man sagen. So, jetzt bin ich auf dem Fahrrad unterwegs. Ich hoffe, dass ich nicht zu oft so sage, aber das ist meistens mein Einstieg bei Videos und die ganze Geschichte hier, so ähnlich wie Vlog, mache ich noch nicht allzu lange. Deswegen habt Erbarmen. Ich bin jetzt hier unterwegs. Was kann ich während der Fahrt? Merkt dieses Osmo, dass ich fahre? Ich bin jetzt, wie gesagt, hier mit dem geliehenen Drahtesel unterwegs. Und hier drüben auf der linken Seite sieht man jetzt so einen Parkplatz. Und zwar ist das für die LKWs, die jetzt hier bei VW anliefern. Oder auch hier drüben, da hat man die Firma Oerlikon und TCM. Da müsste man jetzt mal im Internet nachschauen. Weiter hinten sieht man auch noch einen Sanden. Das ist ein chinesischer Vertreter. Und auch Sitech macht praktisch die Sitze für VW. Also hier sind ziemlich viele Zulieferer für VW. Hier sieht man das Gelände von VW. Es geht jetzt noch ja, ein paar hundert Meter hinten raus. Das ist auch, wie es bei uns heißt, die Fabrikstraße hier. Und hier hinten hat man dann CCC. Was hier noch ganz früher war, oder ganz früher nicht, aber ich sag mal so Anfang der 90er war ja hier noch nicht so viel bebaut. Und Ende der 90er war hier der Spediteur Rikö. Vielleicht kennt noch einer, der ein oder andere. Und ja, wie dann das Ganze den Bach runtergegangen ist, standen hier teilweise auch überall diese Sattelzüge und waren halt nicht mehr in Betrieb. Die Fahrer hatten nicht mehr genug Geld oder gar kein Geld mehr bekommen. Ja, und dann war das natürlich alles den Bach runtergegangen. Hier bei der Sitech Group VW
hat man jetzt auch schon wieder so eine Fahrradstation, aber ich sehe hier nicht die Fahrräder. Vielleicht kann man die hier auf dem Gelände platzieren. Ja, aber es ist halt auch hier so gemacht, dass die Arbeiter im Sommer und die Arbeiterinnen hier dann hinkommen. So, wir sind jetzt, ja, ich habe mich wieder ertappt. So, habe ich gesagt. Ich muss es mir echt abgewöhnen. Wir sind jetzt hier auf einem Fahrradweg. Die gibt es zu Genüge hier. Erinnert so ein bisschen mich an Reval. Da war das auch richtig gut ausgebaut. Aber es liegt nahe, denn CCC sponsert auch hier eine richtig gute Fahrradmannschaft. Ja, und wenn man mich so anhört nach diesem Winter mit den ganzen Festlichkeiten und dem ganzen leckeren Essen hier, ja, da merkt man oder da weiß man, warum ich so am Schnaufen bin. Und jetzt fahren wir mal hier geradeaus. Ich habe den Weg gewählt. Hier rechts von uns ist auch noch so eine Hauptstraße, aber die ist so stark überlaufen und da will ich nicht gern fahren, deswegen hier ist es viel angenehmer. Wir sind jetzt langsam wieder in der Innenstadt und zwar sieht man geradeaus da hinten schon das große McDonald's Zeichen. Dann sieht man auch die Kirchentürme und wenn man hier geradeaus blickt, sieht man den Aquapark. Da ist das Aqua Hotel mit angeknüpft und da gibt es aber auch hier viel mit der sogenannten Multisportkarte. Kommt mal kostenlos hier rein. Das vergibt zum Beispiel die Mine, ist ja mit der größte Arbeitgeber hier. Aber auch Supermarktketten wie Bedronka oder VW machen das einfach für die Mitarbeiter. So als Zugabe, dass sie glücklich und gesund bleiben, finde ich eine tolle Sache. Da vorne blicken wir jetzt direkt auf die S3 und dann melde ich mich mal von der Brücke wieder. Und da kann ich endlich mal ein bisschen verschnaufen. Mensch, Mensch, Mensch. Noch ein kleiner Zwischenruf, das sieht man auch öfters hier. Pferde, Kühe, einfach irgendwo zwischendrin. Tauben sowieso. Das wird auch gern hier ja, gezüchtet, gesammelt und auch damit gehandelt. Die verschicken das Ganze teilweise auch in Transportbuchsen mit so Luftschlitzen mit drin. Hier sieht man auf der linken Seite auch wieder eine Pferdekoppel und ein Bauern. Und hinten dran halt das Neubaugebiet. Das hier, der große Block, wurde auch erst dieses Jahr fertiggestellt bzw. ist noch am Fertigstellen. Und die anderen da hinten sind auch noch nicht älter. Also hier ist ein regelrechter Bauboom. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade mal geguckt, wie viele Minuten ich schon gefahren bin. 18 Minuten 40. Und jetzt mache ich mir langsam Gedanken, wieso ich das überhaupt gemacht habe. Weil ich bin überhaupt nicht fit. Jetzt sehen wir hier die Brücke, aber da laufe ich hoch. Also wie angekündigt sind wir hier oben jetzt auf der Brücke. Und zwar die überquert jetzt diese Schnellstraße, die S3. Und zwar führt jetzt diese Richtung, wo ich jetzt drauf zeige, führt jetzt, ja, kerzengerade kann man nicht sagen, aber direkten Weg nach Schwinoujscie, also Schwinemünde, beziehungsweise dann an die Ostsee. Ja, also da kann man dann sehen, dass hier ziemlich viele Wohnwegen, Wohnmobile, aber auch die ganzen LKWs praktisch diese Strecke nutzen, um halt hier hinten rauszukommen. Man sieht es auch hier, hier ist eine Tankstelle, da ist dann auch immer viel Reiseverkehr. Wenn man jetzt die andere Seite nimmt, hier habe ich ja vorhin gesagt, ist der Media Expert. Hier Blick auf den Aquapark und das Hotel Aquapark und hier hinten raus Richtung McDonald's. Wenn man immer geradeaus weiterfährt, kommt man automatisch nach Lubin, Deutsch Lüben. Und man kann vorher dann diese S3 nehmen und kann dann Richtung Legnica, Wrocław und weiter ins Landesinnere fahren. Und das geht dann halt wunderbar mit der Autobahn. Die hat ein bisschen gebraucht, bis die gebaut worden ist. Also wir sind hier damals noch über die klassische Landstraße, Hojčanów und sowas mit dem ganzen Stau. Manchmal 10, 11 Stunden hier vom Rhein-Neckar-Kreis aus. Also heute ist es schon angenehmer.
Jetzt, wenn wir schon mal hier oben sind, ein paar kleine Details, ein bisschen Landeskunde. Polkowice, früher war es mal kurze Zeit Deutsch, da hieß es Polkwitz. Manchmal sieht man hier sogar noch Sachen aus der Zeit, also die stellen auch gerne Sachen aus. Es hat eine Fläche von 8,79 Quadratkilometer und hat eine Einwohnerzahl vom Stand Dezember 2016 von 22.525, ist also auch keine allzu große Stadt. Und Polkowice besitzt 15 Ortsteile. Da geht es dann weiter nach hinten raus. Wenn man jetzt in diese Richtung guckt, da geht es dann nach Sobin und kleinere Dörfer, kleinere Gemeinden, Pachow und sowas. Ja. Die Bevölkerungsdichte sind 173 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist eigentlich erstmal so alles zu der Information. Und mehr werde ich dann vielleicht in einem anderen Video noch erzählen. Wir sind jetzt hier direkt neben der Schnellstraße hier auf dem Tesco-Parkplatz. Also das alles, was man hier sieht, da war früher mal ein Tesco drin, ist diese englische Supermarktkette. Aber die hat sich verdünnisiert, keine Ahnung warum, weil die Konkurrenz so groß geworden ist. Hier ist so eine Autowaschanlage, Autospa, die kennt man aus Deutschland recht häufig. Hätte ich vor 10 Jahren gewusst, dass das so einen Boom hier gibt, hätte ich auch mal eine aufgemacht, weil die sind erst wirklich seit kurzem so wie Pilze aus dem Boden gestochen hier, diese Autowaschanlagen, Autospa etc. Und das hier ist der Busbahnhof Polkowice. Dvořec, Autobusowe, da kann man dann praktisch Busse in alle möglichen Richtungen bekommen, sei es hier wieder nach Mannheim mit Sinbad oder auch nach Breslau, also Wrocław und oder auch nach Görlitz. Also hier gibt es sehr viele Buslinien. Hier drüben ganz versteckt sieht man so einen einsamen Biedronka, also den Marienkäfer, und der ist hier wirklich übermäßig vertreten. Ich muss jetzt aber mal überlegen, hier in Polkowice, wir haben den hier vorne am McDonald's noch einen, dann oben Richtung unser Haus noch einen, habe ich einen vergessen, also ich glaube, hier gibt es dreimal Biedronka. Da hinten sieht man durch das Gestrüpp den Nettomarkt, also das haben wir auch hier, und hier fängt dann das Aquahotel mit dem Aquapark an. Ja, wie gesagt, also der Aquapark hier hat eine besondere Bedeutung. Hier gibt es auch Kegel, hier gibt es Billard und auch Massage und alles. Und was die Besonderheit ist, die Kinder gehen hier geschlossen. Also jede Schule, auch die Gemeinden jetzt, die ein bisschen außerhalb, die werden dann mit Bussen hierher gefahren. Da gehen die ganzen Kinder hier in Schwimmunterricht und haben dann auch noch ein bisschen Möglichkeit hier zu rutschen und Spaß zu haben. Also da wird auch viel gemacht. Ja, hier haben wir jetzt auch wieder eine Baustelle auf der linken Seite. Die habe ich vorhin bei der Busfahrt schon mal abgefilmt. Hier wird dann auch wieder was Neues gebaut. Ich denke mal Wohnungen. Und was man hier sieht, Jusch und Warte, Park Polkowice, da kommen wir jetzt gleich hin. So, da fängt er nämlich an, der Riesenkoloss. Das ist hier auf der rechten Seite CCC, also wie gesagt der Schuhhersteller. Und weiter unten geht es dann weiter. Da hat man hier einen Pepco, den Żabka, Rossmann, Big Star, Taco, Sinsay. Hinten hat man dann noch RTV, RDG. Das ist so auf Deutsch praktisch Waschmaschinen, Fernseher, alles was mit Haushaltselektronik und TV-Elektronik wird hier RTV AGD, Entschuldigung, AGD genannt. Dann gibt es noch ein Diverse, ein Empik und ein Deals. Ja, Deals, da gibt es immer richtig gute Angebote. Hier ein riesen Parkplatz und dann hier auf noch der McDonald's mit dabei. Hier halten öfters Busse, es sind auch spezielle Busparkplätze hier gehalten. Ja, und die kommen dann die ganzen Mannschaften hier und machen dann ihre Pause, auch aus Richtung Ostsee, beziehungsweise in Richtung Ostsee oder auch irgendwelche Sportmannschaften. Ist nichts anderes wie in Deutschland auch hier mit McDrive, mit Wifi, ja, McCafé, alles das Gleiche. Hier sieht man jetzt den Biedronka Nummer 2, was ich ja vorhin gesagt habe, hier vorne am Kreisel McDonald's. Und im Hintergrund, wo man diesen großen Mast sieht, beziehungsweise diese drei, das sind die Flutlichtscheinwerfer hier vom Stadion. Und da gibt es auch Jugendfußballmannschaften und auch das Erwachsenentraining. Ja, da ist immer was los hier.
Und bei uns hinten, da wo es Haus ist, haben wir ja auch noch Sportplätze, nennt man ja Orlik hier. Und da kann man diese Scheinwerfer einfach selber anstellen, anschalten. Die gehen dann, was weiß ich, eine halbe Stunde. Ja, und da ist da auch so bis um 22 Uhr, 22.30 Uhr immer was los. Ja, und auch in den kleinen Gemeinden sieht man halt auch immer wieder die, sag ich mal, der Nationalstolz dringt überall durch. Auch hier mit so einer schönen Bemalung mitten in der Stadt. Da wurde praktisch die 100 Jahre Unabhängigkeit auch nochmal präsentiert hier 1918 bis 2018. Ja, unweit von Wohnungen. Spielplätze sind hier auch keine Mangelware. Ja, vorhin habe ich es gesagt, da hinten ist jetzt auch wieder ein Jugendfußballteam am Start. Die machen Aufwärmtraining und da hat dann jeder hier den Ball am Fuß, wird auch gerne hier gespielt. Fußball, Fahrrad, das sind hier so die attraktiven Sportarten. Ja, da sieht man mal wieder hier so ein Auto von CCC. Habe ich ja vorhin gesagt, der Sponsor. Die fahren also jetzt vermehrt hier überall rum. Und man sieht dann auch in den orangenen Farben immer die Rennfahrradfahrer hier rumdüsen. Das ist also auch schon, das prägt auch irgendwo hier dieses Bild. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einfach nicht mehr so viele Wege zu machen. Erstens mal, weil ich dann die ganze Zeit hier am Schnaufen bin. Und zweitens, weil es wahrscheinlich vom Akku her nicht mehr reicht. Oder ich muss es dann morgen weitermachen. Auf jeden Fall hat man hier hinten den Lidl. Ist aber nicht das günstigste Einkaufserlebnis. Da war ich die ganze Zeit auch einkaufen. Kann man aber nicht vergleichen mit Deutschland. Es ist schön, es ist gut, aber Biedronka geht noch ein bisschen günstiger, deswegen. Hier links ist jetzt neu gebaut, ja, seit 6 Monaten auch vielleicht fertig, der Alpha Park. Auch direkt hier an einer Busstelle gelegen, ist auch ganz gut. Da haben wir hier diesen Action. Ja, das kann man so wie Thomas Philips in Deutschland vergleichen. Es gibt da wirklich alles. Wir haben uns da einen Sonnenschirm für den Garten geholt, so mit so einem Greifarm, der war wirklich super. Dann hat man hier einen Kick, Hebe. Das ist praktisch so wie Rossmann, bloß in klein. Da gibt es alles zum Schminken und alle möglichen Kram, also so Drogeriebedarf. Martes Sport ist auch ein Name. Da gibt es auch Fahrräder, da kann man Bekleidung holen. Neonet, RTV, AGD und Computer haben wir jetzt praktisch hier Media Expert und Neonet. Ja, das mal auch. Und dann hier Bankett, das ist praktisch alles für zu Hause. Cisco la Domo, da gibt es dann Einrichtung in Einrichtung. Hier drüben ist die Orlen-Tankstelle und wir sind jetzt, kann man sagen, geografisch einfach eine Ecke weiter. Wenn man jetzt von der Brücke geguckt hat, die Stelle Richtung Lubin, nicht an der Kreuzung McDonald's, sondern jetzt an der Kreuzung hier, da ist praktisch an der Ecke die Tankstelle und hier gibt es also auch dann praktisch kein Zurück mehr, dass man dann auf der Schnellstraße Richtung Lubin unterwegs. Hier nochmal ein kleines Hotel und wir gehen aber jetzt wieder in diese Richtung hoch und zwar in die Fußgängerzone. Man sieht auch hier jetzt wieder die Fahrradwege. Die gehen hier rund um den Kreisel und dann runter. Also es wird hier schon, sag ich mal, seit den letzten 3-4 Jahren viel gemacht. Zebrastreifen in Polen, ja, das ist ein eigenes Thema. Ich denke mal, da werde ich noch ein bisschen was erzählen zum Thema Straßenverkehr, wo man dann drauf achten muss, weil andere Länder, andere Sitten und andere Verkehrsregeln, sage ich hier nur. Das ist der Eingang von der Fußgängerzone. Da kommt man gleich Richtung Marktplatz. Hier oben ist jetzt gleich so ein mehrsprachiger Kindergarten. Und das ist, glaube ich, auch mit Englischunterricht. Da hat man weiter oben nochmal einen. Ja, da wird auch viel gemacht hier, dass die Kleinen schon gut vorbereitet auch in die Schule gehen. Hier ist ein Amt, das für, ich glaube, Müll zuständig ist, ja, oder Wasser, keine Ahnung. Da haben sich dann auch viele Ämter hier angesiedelt in der Stadt. Das Standesamt ist auch direkt hier neben dieser Kirche. Wenn man jetzt hier den Blick hat, da geht es wieder runter Richtung McDonald's und hier geht es dann hoch in die klassische Fußgängerzone, Marktplatz, wie man es nennen möchte. Hier auch noch mal einer, und zwar eine Sprachschule für Englisch, auch für die
klein. Hier hinten sind dann geradeaus auch so neu gebaute Apartments. Da hinten geht es dann auch Richtung Park, und zwar dieser Stadtpark. Und jetzt laufen wir mal hier durch diese kleine Gasse. Und da wehen uns hier auch regelmäßig die weiß-roten Fähnchen fahren entgegen. Finde ich eine tolle Sache hier. Hier ist auch wieder der Adler, auch ein Amt von der Gemeinde. Hier sieht man wieder auch das McDonald's-Logo. Hier auf der linken Seite haben wir so eine kleine Wäscherei. Da, wo die vielen Menschen anstehen, ist der Mr. Logic, also das Eisgeschäft. Da gibt es das leckere Softeis. Es ist jetzt nicht so mit so viel Auswahl wie jetzt zum Beispiel in Großstädten mit den ganzen Streuseln und sonst irgendwas drauf oder an der Ostsee. Aber ist ganz lecker. Die lassen sich immer was Neues einfallen. Weiter unten gibt es ein Blumengeschäft. Und hier auf der rechten Seite sieht man, ist auch wieder eine Vorschule bzw. ein Kindergarten hier und auch wieder Magic School, unterstützt bzw. auch teilfinanziert durch die durch den Fundus Europäische Gemeinschaft hier. Ich finde halt, hier sehe ich sehr oft Sachen, die finanziert werden, die wirklich Sinn machen, ob es jetzt Gebäude sind oder auch Sachen für die Bürger oder auch solche Kindergärten, finde ich immer eine tolle Sache. Hier hat man den polnischen Jakobsweg eingezeichnet. Hier drüben ist die Kirche. Hier finden auch viele Messen statt und Hochzeiten. Da ist auch renoviert worden. Jetzt gucken wir, was da vorne noch gibt. Jetzt bin ich hier von der anderen Seite. Ich war hier am einen Tag nach dem Tag der Verfassung. Da habe ich von der anderen Seite die Kirche hier abgefilmt. Hier hat man noch die Rückseite vom Rathaus. Sehr imposant. Ja, dann gibt es hier jeden Sommer diese Aufsteller, dieses Blaue, was man hier vorne sieht. Das läuft jetzt momentan noch nicht, aber hier wird dann immer so ein Wasser durchgenebelt, sage ich mal, und da kann man einfach durchlaufen. Man ist ein bisschen erfrischt, nicht plitschnass, und ja, ist einfach eine schöne Sache. Hier drüben ist noch eine kleine Wasserstelle, auch viele Tauben. Hier sitzen dann viele Leute, einfach wenn es heiß ist, dann gibt es hier Cafés, aber einfach nur so Sitzbänke, wo man sich praktisch seine Sachen mitnehmen kann. Und hier war früher CCC noch drin, in dem Gebäude hier geradeaus. Aber dadurch, dass jetzt unten der CCC aufgemacht hat, haben sie die Filiale hier geschlossen. Dann haben wir hier Santander Bank, ist auch hier in Polen sehr oft vertreten. Eine Apotheke. Und weiter vorne ist das die PKO Bank. Das ist praktisch eine polnische Bank. Und das war es soweit hier. Hier direkt vom Rathaus ist noch eine schöne Sache. Und zwar ist es an die Erinnerung von den Besuchen mit der japanischen Delegation oder Vertretung. Einfach ein Zeichen, dass man sich hier an die Gespräche erinnert. Und passt eigentlich auch gut hier zur Altstadt. Sieht richtig schick aus. Ja, das gibt's hier auch erst seit kurzem. Da sind so Wasserspender hier aufgestellt worden, damit man sich auch in der Innenstadt erfrischen kann. Und ja, ist eine super Sache. Einfach Knöpfchen drücken, Mundrand halten und sich erfrischen. Finde ich eine super Sache. Ist noch eins hinten, glaube ich, am Stadion. Und also insgesamt drei haben die hier aufgebaut. Muss ich mal gucken. Habe ich jedenfalls auch schon gelesen, wo der dritte ist. Ja, muss ich jetzt überlegen, weiß ich nicht, aber insgesamt drei stehen hier auch in der Stadt verteilt. Das hier ist noch ein super Geheimtipp hier, schnell mal abgefilmt, und zwar ist das Wheel of Burger. Ja, da kriegt man hier wirklich richtig frisch gemachte Burger zu einem annehmlichen Preis und ist auch nicht so eine, ja, sozusagen Fertigpampe wie hier bei McDonald's. Das ist jetzt der Eingang hier von diesem Stadtpark. Hier hat man Toiletten. Sind sauber immer, muss man aber nicht unbedingt gesehen haben. Hier alles immer schön bepflanzt. Da wird also auch immer geschaut. Hier sind auch teilweise auf den Spielplatzanlagen dann Hunde verboten, was ich auch ganz gut finde. Ich mache zwar mit dem Rocky immer hier meinen Spaziergang, aber wir gehen meistens hier an das Wasser. Ja, da können die Kinder sich auch im Sommer hier ein
Badeanzug anziehen und können hier wirklich planschen gehen. Hier hinten haben sie jetzt noch ein schönes Dach drauf gemacht, sehe ich. Auf diesem Kinderspielplatz finde ich auch ganz gut, weil da hat halt die Sonne im Sommer immer gut drauf geprallt. Hier weiter hinten sieht man jetzt die Pizzeria Cinema. Jetzt muss ich mal abbrechen, war hier so laut, klar. Kinder sind hier reichlich und auch herzlich willkommen, man merkt es auch. Wirklich kinderfreundliches Land, kinderfreundliche Stadt. Und hier hinten ist das Amphitheater. Also da finden auch immer Festlichkeiten statt, Konzerte etc. Also da ist hier immer was los, auch am Tag der Verfassung oder am Unabhängigkeitstag generell. Da kann man dann sich die Sachen angucken. Hier ist eine ganz schöne Sache. Hier drüben, wie gesagt, Pizzeria Cinema, gibt es eine richtig gute Pizza, auch noch zu normalen Preisen und wirklich super gemacht. Also da, wenn, dann gehen wir gerne. Dahinter ist eine schöne Terrasse. Da kann man auch den Hund hier auf die Seite binden und überhaupt kein Problem. Hier sieht man jetzt schon wieder so eine kleine Version von so einem Shuttlebus. Also da steht auch immer an der Seite dann 0 Zloty. Das heißt einfach kostenlos mitfahren, einsteigen und hinfahren, wohin man möchte. Das ist jetzt der sozusagen der zweite Kreisel hoch zu wieder in Richtung anderes Ende von der Stadt. Hier auf der anderen Seite hat man jetzt noch direkt neben Pizzeria Cinema das Kino. Da sieht man auch immer die Angebote, was für Filme laufen. Hier weiter hinten, wo diese rote Tasche ist, hat man dann noch ein Kaufland, noch eine Apotheke hier und ein Hundegeschäft. Was ist da noch? Ich glaube ein Pepco. Also da ist dann auch wieder was hier. Die tolle Außenwerbung, die sieht man auch hier noch richtig präsent. Da ist noch so ein kleiner Supermarkt. Das hier sind die ganzen Gebäude. Ja, es ist noch so typisch, kann ich kommunistisch sagen. Ja, es ist halt hoch gebaut und viele wohnen gern drin. Für uns wäre es nichts, aber es ist günstiges Wohnen. Wobei die ganzen Fassaden teilweise auch mit der Zeit alle hier renoviert werden. Und es wird auch alles schön gemacht. Da kann man wirklich nichts sagen. Ich habe jetzt gerade mal hier auf mein Telefon geguckt. Ich bin jetzt schon 58 Minuten hier mit dem Drahtesel unterwegs. Ja, und ich fahre jetzt schon wieder praktisch Ortsausgang, kann man sagen. Jetzt habe ich vergessen zu schalten. Jetzt bin ich hier auf dem dritten. Aber ist ein bisschen schlecht hier, wenn ich die eine Hand an der Kamera habe. Links sieht man jetzt noch eine große Schule. Das dürfte eine der weiterführenden Schulen sein. Also praktisch Grund- und Mittelschule so zusammen. Da hat sich ja in der Schulreform auch einiges geändert. Da mache ich vielleicht auch nochmal ein extra Video dazu. Ja, und ansonsten gibt es hier noch ganz viel mehr. Ja, jetzt bin ich abgebrochen worden, mitten im Schalten. Aber wenn wir schon dabei sind, hier ist Biedronka Nummer 3. Ja, man sieht, dass hier andere auch die Fahrräder nutzen. Und die haben es schöner, die müssen nämlich nicht hochfahren. Aber ich sehe ein willkommenes Gebäude. Und zwar, wer sieht es, dieses schöne, ja, ich würde in Deutschland sagen Weinfass. Aber man bekommt hier kein Wein, sondern hier gibt es jetzt ein leckeres Bier. Sind aber Poposche Duja Bosmana. Das ist Karton. Ja, das gibt es hier natürlich auch, dieses Bezahlen mit dem Smartphone, seitdem hier Google Pay dann auch praktisch mit PayPal und nicht nur mit Kreditkarten hier angefangen hat, mache ich das öfters und es ist jetzt auch nicht an die Größe gebunden, also man kann es wirklich im kleinsten Laden, im kleinsten Tante-Emma-Laden oder jetzt wie hier einfach sich um ein kühles Bier zu bestellen. Wir sind jetzt hier nach meiner, naja, ich habe so knapp eine Stunde 20 Minuten hier mit dieser kleinen Stadtführung verbracht, sind wir jetzt wieder hier am Ausgangspunkt. Hier bin ich
dann in den Bus eingestiegen. Hier ist der Fahrradweg und da hinten ist wieder die Station. Jetzt habe ich nur noch 2 Minuten 56 auf meiner SD-Karte, weil ich hier in 4K filme. Deswegen machen wir es kurz. Ich habe noch herausgefunden, wie man richtig schöne Zeit hier verbringen kann in Polkowice. Das kann ich nur jedem empfehlen, das mit dem Fahrrad zu machen. Und zwar, wenn ich jetzt eine Pause machen will, ich gerade den Riegel hier rein, dann bekomme ich sofort, gucken wir mal, ich hoffe, ich kriege das mit der Zeit noch hin. Jetzt bekomme ich sofort von meiner App hier die Möglichkeit, praktisch zu beenden oder eine Pause zu machen. Ich mache jetzt hier eine Pause. Das heißt, die Zeit wird einfach nicht gezählt. Und wenn ich jetzt wieder erneut anfahren möchte, mache ich hier einfach auf wieder beginnen, scanne hier mein Fahrrad und dann klickt und blinkt das Ding wieder und ich kann wieder losfahren. Ja, also das finde ich eine super Sache hier, was sie hier eingerichtet haben. Jetzt habe ich nur noch 2 Minuten. Deswegen schwinge ich mich mal wieder auf den Drahtesel. Der hat vorne Licht. Der hat hinten, soweit ich weiß, auch so ein Licht, so ein rotes. Was er leider nicht hat, ist eine Klingel. Aber da kann man sich hier noch auf Polnisch mit Przepraszam behelfen. Hier hat man insgesamt 7 Gänge, die kann man hier durchschalten. Vorne passt ein 6er-Träger Dosen rein. Aber man muss halt, wie gesagt, hier auch die 0 Promille im Straßenverkehr beachten. Ja, dann melde ich mich von der Abgebestation wieder. Da sind wir angekommen. Da sind sogar noch ein paar Plätze frei. Ganz unproblematisch. Fahrrad reinschieben, alles das, was man sich dran gehängt hat, wieder entfernen. Das Telefon nehme ich nur raus, Riegel davor. Was sagt unser Smartphone? Macht gleich die Erinnerung, pass auf, hier ist was passiert. Und was steht hier? Beenden. So, und dann gucken wir jetzt mal. Jetzt habe ich praktisch 4,90 € bezahlt für 117 Minuten. Aber ich habe auch bei mancher Sache keine Pause reingemacht. Und hier sieht man, die ersten 20 Minuten waren praktisch frei. Und das ist dann immer so. Und was sind die 4,90 €? Etwas mehr wie ein Euro, so 1,10 €. Also da kann man wirklich nicht davon sagen oder davon sprechen, dass hier ein Geschäft gemacht wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte die Stadt Polkowice so ein bisschen näher bringen. Natürlich konnte ich nicht alles zeigen. Wer Fragen hat, einfach in die Kommentare. Ich freue mich über neue Abonnenten, über einen Daumen hoch in jedem Fall und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!